Blockiert ihr euch jetzt da alle? Na, Tatsache, ihr habt euch blockiert. So, du hast genug Stein. Ach so, wie es aussieht, sind die Blöcke, die so sandig sind, nicht fertig. Das heißt, wenn ich da eine Bodenfüllung mache, würde er mir das da auch wegmachen. So, hier sind wir soweit fertig. Das heißt, ich kann das verschieben nach da. Und es ist auch sehr schön, wie ihr euch euren eigenen einzigen Zugang da weggehauen habt. Wie auch immer ihr das geschafft habt, dann werde ich irgendwo was falsch eingestellt haben. So, Tatsache. Das Sandige war noch nicht vollständig, deswegen sah es so aus. Aber ja, es wirkt langsam wie ein Fundament, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht wie eine einfach dahin gewurschtelte Burg nachher. Könnte ich auch ruhig mal in die Richtung ausdehnen. Ich vergrabe zwar jetzt wieder die schönen Bodenschätze, aber
Es gibt ja noch andere Berge mit Bodenschätzen und wir haben sowieso gerade mehr als genug. Du hau mal den da weg. Und du hau mal den da weg. Und neuer Spawn, yay. Der hier sieht sogar noch ein bisschen ganz komisch aus. Sah ein bisschen komisch aus, aber jetzt nicht mehr. So, die beiden Treppen können auch weg. So, jetzt fehlen uns noch drei Leute. Da haben wir wieder Maximum erreicht. Wir bauen aber auch jetzt schon ziemlich effizient, muss ich sagen. So, sie fangen wieder an einzulagern, ist auch nicht schlimm. Ich würde gerne die Lieder an der Treppe jetzt da entfernen, die irritiert mich. Ah, okay, so geht das. Gut, jetzt habe ich nur noch den Steinbruch. Das heißt, die nächste Runde an Bodenerhebung. Können wir starten? Ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte unseres Bauplatzes haben wir schon. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen langwierig, das Fundament erst hochzuziehen. Also den Bauplatz bereit zu machen. Oh. Ja, so sollte es eigentlich gehen.
die beiden Löcher da noch zu stopfen. Na gut, lassen wir die Treppen noch da. Noch brauchen wir sie ja ein bisschen. Da haben wir jetzt Steine, wenn wir bräuchten. Ja, und auch wenn man sich die Luft an sich so ansieht, sieht das sehr, naja, schön will ich jetzt nicht sagen. Schön wäre etwas übertrieben. Schön wird es nachher, wenn wir eine Burg dann auf dem Bauplatz stehen haben. Wir könnten auch einfach eine Stufenpyramide hinsetzen und uns jetzt hinzu für die Ägypter ausgeben. Die wäre sogar ziemlich einfach zu bauen. Also so eine Stufenpyramide. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ja. Die Stufenpyramide sollte natürlich auch quadratisch sein. Ist sie das? So müsste sie quadratisch sein. So wäre sie quadratisch. Dann fangen wir die nächste Reihe an. Und die nächste. Das war jetzt zu viel.
Natürlich wäre das jetzt nur Planung. Bauen müssten wir sie anders. So, Stufenpyramide. Könnte sogar noch einen drauflegen. Den wir Zinnen nehmen. Mal abgeschrägte gibt es leider nicht. Ah, ne, Lager will ich nicht. Ja, ich könnte... So könnte man auch wirklich diese Eckteile hier verwenden. Ja, das sieht langsam eher aus wie eine Pyramide, findet ihr nicht? Und ich lasse mich geradezu arg ablenken. So. Das sollte jetzt wieder laufen. Dann machen wir die Treppen hier noch weg. Gut. So, das kleine Stück da auch noch. So, und dann planen wir noch den nächsten Steinbruch. Einfach mal hier. Ja, und die Leiter, die kann ruhig da runtergehen an die Stelle. Mhm. So, wieder nur Stein. Der Steinbruch ist halt bis auf die unterste Ebene schon runter. Sollte höhere Priorität haben als der andere Steinbruch. So. Selbst wenn wir mal so einen
Indianer Peak machen, von hier aus. Sieht wirklich so aus, als ob es langsam Form annimmt. Also als ob es gewollt ist, was wir hier machen. Gut, wenn meine Kamera mich lässt, tun wir das Spiel jetzt speichern. Oh, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.